Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Gravity Rush 2. Beim letzten Mal haben wir nicht eine, sogar zwei Sidequests beendet und heute wollen wir mal gucken, was hier auf uns wartet. Wahrscheinlich müssen wir einen Sohn suchen. Ziemlich viele Kinder gehen hier irgendwie verloren, kann das sein? Entschuldige, Liebes, weißt du, wo der Ort auf diesem Bild ist? Tut mir leid, ich bin erst vor kurzem hier angekommen. Oh, du wirst ihn für mich finden, danke. Was? Okay, ich werde es versuchen. Haben Sie eine Adresse für mich? Stell dir das mal vor, mein Sohn ist ohne ein weiteres Wort von zu Hause weggegangen. Nach all dieser Zeit schreibt er plötzlich in einen Brief, dass er einen neuen Laden hat. Mein Junge war noch nie der Hellste und so hat er auch vergessen, die Adresse aufzuschreiben. Er hat Entscheidungen schon immer bei Sturz getroffen. Das erinnert mich an niemanden. Nach seiner Geburt war er meinem Vater sehr ähnlich, aber im Laufe der Zeit... Das ist alles sehr interessant, aber ich sollte lieber los und den Laden finden. Puh, ich dachte schon, sie holt gleich das Fotoalbum raus. Alter. So, Tutorial anzeigen. Ort anhand eines Fotos finden. Verwende das Foto als Orientierung, um den abgebildeten Ort zu finden. Ja, super. Drücke Touchpad, um die Bildgröße zu verändern, oder drücke Quadrat, um es Leuten zu sagen, sie um Hilfe zu bitten. Touchpad. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie da. Haben Sie das mal gesehen? Trotzdem danke. Hallo? Können Sie mir helfen? Nö, gut. Der vermummte Typ kann mir nicht helfen. Vielleicht die hübsche Lady da. Können Sie mir helfen? Bitte? Wo könnte das bloß sein? Also, Läden. Wo gibt's hier Läden? Es könnte hier sein oder hier irgendwo. Gut, ich wünschte, ich hätte eine On-Screen-Map. Vielleicht weiß einer der Verkäufer ja, wo das ist. Ballon Guy! Können Sie mir helfen? Komm so schon. Okay, wir müssen jetzt vorsichtig durch die Straße schlendern. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja, gut. Also die alte Dame. Helfen Sie mir. Hast du mich gerade alt genannt? Nö. Cat klingt einfach verzweifelt. Verzweifelt. Sie da. Hübsche Frau. Helfen? Nein? Kein Helfen. Gut. Sie da. Seltsamer Guy. Wow. Sehr, sehr useful. Ein rundes Schild. Nicht ganz. Hat da hier gerade jemand eine Kiste wegen mir gedroppt? Tut mir leid, verstehst du auch im Weg. Selber aufpassen auf deine blöden Kisten. Und ich weiß, wie fest man eine Kiste anfassen muss, aber kann ich auch nicht helfen. So. Das sind alles potenzielle Leute, die mir helfen können. Ich glaube, das könnte etwas länger dauern. Sieh da. Sie essen gerade was. Helfen Sie mir. Ach, komm schon. Vielleicht bin ich auf der falschen Insel. Sie da. Helfen, bitte. Ach, wow. Wetten, der Hund könnte mir besser helfen als diese Leute hier. Wohnen sie in der Stadt oder nicht? Ja gut, da würde mich jetzt irgendjemand fragen, wo ist denn dieser Ort in Zürich? Könnte ich das auch nicht beantworten. Weil Zürich verdammt groß ist. Aber wäre es mein Heimatort, dann könnte ich wahrscheinlich schon helfen. So, Ja, also das könnte da sein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, so bringt das nicht viel. Okay. Vielleicht auf der anderen. Dort geht's ja auch links. Hey, halt, stopp, Moment mal. Nein, doch nicht. Irgendwo muss ein Kran sein. Wenn ich den Kran finde, finde ich wahrscheinlich auch den Laden. Der ist aber relativ nah dem Kran. Okay, ich muss mich irgendwie orientieren. Kran. Da ist ein Kran. Ich glaube, das ist der Kran. Das heißt, hier irgendwo... Wow. Muss der Laden doch sein. Hey du, hast du das gesehen?
gut, auf Kinder ist eh nie Verlass. Der Kran ist in die Richtung. Wenn ich... Gehen Sie bitte aus dem Weg. Wenn ich also hier irgendwo hingehe... Da ist der Kran. Ja gut, ich habe das Bild gerade der leeren Luft gezeigt. Sieh da. Ich bin hier doch ganz nah dabei, oder? Was? Nein. Doch, guck mal, da ist der Laden. Siehst du? Da, das ist es. Das ist der Ort. So, sieh da. Wow. Der steht hier und sagt so, nö. Da ist er ja, der Sohn. Hier, sie. Ah, das muss es sein. Willkommen in meinen Laden. Sieh dich um, wenn du möchtest. Ich bin keine Kundin. Ich habe nur sie und ihren Laden gesucht. Eine Sekunde, ich bin gleich zurück. Warte, warum hast du mich gesucht? Oh, diese jungen Leute heutzutage. Ich bringe jetzt deine Mutter her, so. Geht doch. Du verflixt da, na, kein Anruf, keine Briefe. Und jetzt höre ich, dass du mit deinem Laden ein Leben ins Aus und Braus führst. Tut mir leid, Ma. Ich war doch als Kind total unselbstständig. Daher musste ich auch auf eigenen Füßen stehen, um es allen zu beweisen, ja? Anfangs habe ich mein Geld auf Förderboten verdient. Da ist die Zeit so schnell vergangen. Tut mir leid, dass du dich gesorgt hast. Ja, das sollte es auch. Hättest du noch früher geschrieben, dann hätte dein Vater... Pa? Nee. Mein Vater hat uns verlassen, 2 Tage bevor der Brief kam. Pa? Nein! Wie furchtbar. Er ist fort und... Sie sieht sich jetzt auf einer Vergnügungsreise Gravitationsstürme an. Pa lebt. Oh, das hast du mit Absicht gemacht. Ich habe nie behauptet, dass er tot ist. Immer diese überstützte Reaktion, wie früher. Manches ändert sich nie. So eine Mutter hätte ich nicht so gerne. Wie wäre es denn, wenn ich von Ihnen ein Foto mache? Stellen Sie sich einfach vor den Laden. Super, Kat liebt es zu fotografieren. So, wollen wir ein bisschen... Zoomen und schön im Fokus. Wollen wir die Gesichter haben? So. Perfekt. Na gut, ein bisschen abgeschnitten, aber die Gesichter sind im Fokus. Was für ein schönes Foto. Sieh dir meinen Sohn nur an. Dein Vater wird Augen machen, wie weit du es gebracht hast. Wir sind nicht gerade in guten auseinandergegangen. Aber ich mache es wieder gut bei euch beiden. Ich werde hart arbeiten, einen Weg finden, euch für alles zu danken. Mach dir keine Sorgen um deine Zukunft. Ich werde mich um dich kümmern. Oh, jetzt muss ich auch noch weinen. Ich muss auch weinen. Ich glaube, meine Augen brennen auch schon. Ich gehe lieber, wo es schlimmer wird. Sie beide sollten sich ab jetzt umeinander kümmern. Vielen Dank, Liebes. Wir hätten das ohne deine Hilfe nicht geschafft. Yay. Kat bringt Familien wieder zusammen. Das ist doch süß. Yay. Oh mein Gott, wisst ihr, was auch so süß und toll ist? Das da oben. Fotofilter strahlend erhalten. Wow, 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 wow. Das war bestimmt Drake. Ja, wir haben es kapiert. Du willst deine Freundin wiedersehen. Und zwar richtig korrekt wiedersehen. Nicht so, dass ihr die an die Fresse haut. Das war nämlich nicht cool. So. Das heißt, wir sind hier fertig. Wir haben noch ein paar Herausforderungen offen. Zeitungstusche 1. Das haben wir doch schon mal gemacht, das da, oder? I think so, yes. Zeitungszustellung. Ja, gut. So. Da unten sollte eigentlich auch nichts mehr sein. Nö. Gut, gut, gut. Und hier auch nicht, ne? Nee. Das heißt, wir werden jetzt mal mit der Hauptquiste anfangen. Was hier herum bedeutet. Ja, wobei, die sind relativ nah dran. Ich würde gerne wanderndes Herz. Die Hauptquiste wählen. Heike Münster, den Port kommen. Sind wir mal einfach faul. So. Teleport, Lake Holmosna und... Stimmt, auf der Reise hier habe ich noch einen Reisepunkt entdeckt. Beim Radale Gedächtnispark. So. Gut. Ich will dahin. Dankeschön. So, wir haben jetzt auch noch ungefähr 10 Minuten. Also mal gucken, wie weit wir es bringen und was das für eine Sidequest sein wird. Sidequest. Hauptquest. Oh Mann. Ich hoffe nicht wirklich, was mit Raven los ist. Was soll die Maske? Menno. Und hoffentlich vertragen sie sich am Ende. Ich könnte es nicht ertragen, wenn das nicht so der Fall wäre.
Weil, wie gesagt, ich finde die... Was für ein funkiger Typ. Ich finde die beiden super. So. Ich gehe zwar ganz vorsichtig da drüben. Oh, es ist, Sissi. Oh mein Gott, Süße. Was ist so süß mit ihrer Puppe? Warum ist es... Oh Gott, warum sind Mädchen so süß? Es ist unglaublich. Mein Gott. Oh, erst die Steuer und dann die Einberufung. Einberufung? Hey, Kat. Kat, wie schön, dass es deinem Kopf besser geht. Oh, der Rat will die Garnisonsarmee aufstocken. Warum? Ich weiß nicht genau, aber das kann nichts Gutes bedeuten. Hm. Vielleicht werden sie auch schon bald Banga in Sissi ernehmen. Sissi, die Garnisonsbasis liegt irgendwo über uns, oder? Hä? Ja. Fort Bismania liegt höher als Lehavina. Ich steige hinein und sehe mich mal um. Ja. Nein, nein, Kat, das wird Lisa nicht gefallen. Weißt du davon? Nein, er würde mich aufhalten wollen. Das bleibt unser Geheimnis. Ich muss selbst sehen, was da los ist. Ach, das, ja, okay, gut, gut. Natürlich gibt es einen Grund. Der Grund heißt Raven. Militärgarnison, Fort Bismalia. Ja, Sir, die Vorort steht und wir haben unsere Rekrutierungsmaßnahmen verstärkt. Wir können bald mit den Sanktionen gegen die Radikalen beginnen. Das sollte kein Problem darstellen. Immerhin haben wir Nachtwind. Tut mir leid, ich muss los. Sag Lisa und den anderen nichts, okay? Das Herz. Oh. Wanderndes Herz. Oh nein. Och nö. Ich will da nicht hin. Fort Bismarck befindet sich am anderen Ende all dieser wohlhabenden Inseln. Okay, ich muss mich meinen Ängsten stellen. So wie damals in Apsu. Naja, eine Person, die richtig Schiss vor tiefem Wasser hat, spielt ein Spiel, das unter Wasser gespielt wird. Also, ne, unter Wasser. Wo ist denn hier der blöde Teleporter? Ach, ich darf nicht. Okay. Nachtwind. Oh Manu. Och, Raven, warum? Ja, das Doofe ist, ich komme da doch nicht einfach so. Was ist das? Ist das einfach so ein Ding, damit ich schon. Oh, das ist einfach ein Gravitationsauflader. Das nehme ich ja gerne so. Da ist Fort Bismalia. Ob Raven auch da ist? So. Ja, letztens wurden wir abgeschossen, aber vielleicht. Haben wir jetzt Glück und... Sie ist doch so weit weg. Oh Gott, ich habe Angst. Genau aus diesem Grund spiele ich keine Horrorspiele. Ich bin fast da. Bitte nicht abschießen, bitte nicht abschießen, bitte nicht abschießen. Was? Ein Alarm? Was zum... Nicht mal ein Warnschuss? Genau das passiert, wenn man dahin will. Gut, dass die da ist und uns rettet. Alter. Ja, da muss man sich anders hinschleichen. Oh nein. Ich seh's schon kommen. Ich trete der Garnison bei. Boah, das war knapp. Wer hätte gedacht, dass sie einfach das Feuer eröffnen? Miau! So einfach werden wir nicht herankommen. Es muss einen besseren Weg geben. Ist das alles? Ha? Ja, das ist der Rest von der Lieferung. Dieser Wein muss unbeschadet im Fort ankommen. Ich habe mich darum kümmern, aber weiß die Garnison davon? Ihr Wein wird es kaum überstehen, wenn ich hier abgeschossen werde. Das geht in Ordnung. Sag einfach meinen Namen, wenn sie dich fragen, wer du bist. Sie wollen ihn unbedingt in die Hände bekommen. Sieht aus, als wollten sie nach Bismalia. Vielleicht kann ich mich mitnehmen lassen. Hat dieser reich aussehende Typ mit dem Militär zu tun? Der Frachter legt ab. Versteck dich auf dem Frachter. Hurra. Jetzt kann ich mich gemütlich zur Basis bringen lassen. Naja, ob das gemütlich sein wird, ich habe Angst. Oh Mann, oh. Was die Frau nicht für Raven tut, ne? Das ist komplett relatable.
Oh Mann, ich liebe die Hair Physics. Die sind so super. Es funktioniert. Ich komme dir bis Malia näher. Ja, bis sie uns wieder abschießen. Ne? Sag einfach meinen Namen. Die fragen nicht. Die schießen einfach. Aber das ist ja jetzt quasi ein Boot. Ne? Das heißt, sie werden das doch nicht einfach direkt abschießen, oder? 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 Okay, ja, wir sind jetzt näher dran. I guess. Eine von diesen Militärwaffen kommt in meine Richtung. Ich sollte unter dem Fracht da bleiben, damit mich keiner bemerkt. Hier unten. Oh nein, verdammt, ich war zu. Sie haben mich entdeckt. Ja, das müssen wir besser machen. Es tut mir leid, Cat. Wir haben einen blinden Passagier. Ja. Das geht einfacher. So, mal gucken, ab wo ich... So. Gut. Okay, wir müssen einfach schon mal bereit sein, uns unter dem Frachter zu verstecken. Nicht wahr, Dusty? Ja, gut. Okay, da kommt ein Schiff. Diese Militärwaffen kommen in meine Richtung. Ich sollte unter dem Frachter bleiben, damit mich keiner bemerkt. Nein, nein, Cat! Cat! Nicht so sch... Cat, danke schön. Bist du der Händler, den wir erwarten? Nein. Ja, der bin ich. Ich habe hier eine wichtige Lieferung. Ich begleite dich, halte Kurs. Oh Gott. Was? Wie hat er mich gesehen? Ich war nicht komplett unter dem Schiff. Oh. Diese Stealth-Passagen bringen mich um. Oh Gott. Ja, das habe ich wirklich nicht erwartet. Jetzt verstehe ich auch den einen Meme, den ich mal gesehen habe zu dem Spiel. So, aber wir kriegen das hin. Es funktioniert. Ich komme dir bis Malia näher. So, ich soll aber auch nicht zu früh damit anfangen. So, ich begleite dich, ja. Ja gut, das sieht man ja. Ich muss einfach irgendwie unter dem Frachter. So, da kommt was. Und wir fallen jetzt schön hoch, Cat. Genau so. Gut. Und schön unter dem Frachter bleiben. Okay. Hier unten müsste ich sicher und außer Sicht sein. Please nicht mich sehen. Ich begleite dich, halte Kurs. Kurs halten, klar doch. Worauf hat die Bismalia vorhin geschossen? Wahrscheinlich nur ein paar aufmüpfige Rebellen. Aber dachten, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Bring den Frachter an diesen Pier. Okay, wir haben uns auf die Bismalia geschlichen. Das ist schon mal ein Speicherpunkt. Geht doch, man muss sich einfach nur ein bisschen Mühe geben. Raven könnte hier irgendwo sein. Wandernde Herzen. Da ist sie. Raven! Raven, bitte warte! Okay. So, jetzt. Ich werde sie verlieren. Nein, nein, Kat. We got this. Okay, gut. Das Dumme ist, ich müsste die Episode langsam beenden, aber... Folgen wir Raven. Wo will sie hin? Okay. Da ist sie. Sie wartet in der Luft. Wo will Raven hin? Sie wartet nicht in der Luft. Sie werden uns wieder abschießen, ne? Okay. Gut. Okay, komm schon. Wir holen dich ein, Raven. Oder auch nicht, weil wir jetzt fallen. So, wo will sie denn hin? Also weg. Weißt du, wir schleichen uns schön auf die Bismalia und Cat einfach so, nein, Raven! Sehr schön. So muss das sein.
Vielleicht sollte ich sie ja nicht einholen, sondern dir noch folgen. Will sie... Okay. Ich halte nicht mit. Doch. Guck mal. Bitte lande da. Okay. Ich muss meine Dings hier auftanken. Raven, warte! Ah, komm schon. Komm schon, Kat. Ich werde sie verlieren. Ja, so schon. Es tut mir leid. Ich bin ihr Verfolgungs... Ich habe sie verloren. Jagd nicht gewöhnt. Gut, dann werden wir das beim nächsten Mal besser machen. Und Raven verfolgen. Mal gucken, wo sie hin will. Vielleicht ist Raven doch nicht böse und sie muss halt auch so tun, dass sie uns so richtig in die Fresse schlägt. Damit die Soldaten nix. Oh mein Gott, Raven ist auch in der Car. Raven könnte hier irgendwo sein. Ja, das ist sie auch. Aber erst beim nächsten Mal. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin, haltet die Ohren steif.